Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten React-Video. Jetzt geht es mal wieder um Sandra Schneider, das habt ihr euch ja ganz lange gewünscht, und um diese zwei Pferde, das, was sie gerade streichelt und das, was ihr hier seht, was da steht, die von ihr angeblich ausgebildet werden. Meines Erachtens handelt es sich um eine Art PR-Sendung. Sie hat ja seit etwa einem Jahr eine professionelle Videoproduktionsfirma da dran, Robin Disselkamp. Und hier sehen wir halt Shire Horses aus Hückeswagen, Molehill Shire Horses. Und Sandra Schneider zeigt uns das Fohlen-ABC mit Pferden, die dem Fohlenalter aber schon längst entwachsen sind. Wir haben einmal ein zweijähriges Pferd und einmal ein einjähriges Pferd. Da es ja, finde ich, eine PR-Sendung ist, wo ja vor allem der Hof vorgestellt wird, was man ja auch wirklich ausgiebig immer sieht und gerne auch platziert mit den Alpakas im Hintergrund, finde ich, ist das eine schlechte Werbung, wenn man mit einjährigen oder zweijährigen Pferden erklärt, ich bringe denen jetzt das Fohlen-ABC bei. Ne? Also man sieht den Pferden an, sie können es schon. Alles, was die Sandra denen angeblich beibringt, Halfterführigkeit, Hufe heben. Na klar, ist noch ein bisschen ausbaufähig bei den Hufen, aber das ist nicht neu für die Pferde. Und die sind aus Schweden, die sind also verladen worden, verschifft worden oder auch mit dem Flugzeug eingeflogen worden, aber auf gar keinen Fall sind sie zu Fuß gekommen. Und deswegen können wir sicher davon ausgehen, dass sie sich halftern lassen, dass sie sich anbinden lassen. Und dass die sich auch verladen lassen. Die erste Folge ist eigentlich nur bla bla bla. Sie erzählt unheimlich viel, während sie permanent die Pferde streichelt. Und da geht es eigentlich erst ziemlich am Ende überhaupt los. Sie erklärt hier das Führen. Ja, du bist auch, du bist ja hoch motiviert. Ja, das freut mich. Ja, mich als deine Ausbildungsbeauftragte freut das außerordentlich. Ja, du auch? Bist du auch motiviert? Du bist auch Ihr wisst jetzt, warum ich Shire Horses so liebe, oder? Oh. Ja, es sind halt einfach Pferde, okay, die Menschen mögen. Ja, dieser Mensch, wo irgendwer also, vorher schon einen richtig wenn ich jetzt guten Job losgehe. Gemacht hat. Da sehen wir die positionierten Alpakas im Hintergrund. Und man sieht, wie Sie sehen Sie nichts. Sie geht nämlich nicht los, Mistress, sondern blockiert das Pferd, indem sie es anfasst. Du darfst ja auch Genau mitkommen. das Ja, ich erklärt würde sie die ja. Beauty aber gerne alleine führen. Ja, Ja, ehrlich. und dann dafür das Pferd zu loben, dass es sich da einmischt. Naja. So, ich schicke die Mistress jetzt mal weg. Auch das muss sie Na, lernen. also, geht doch. Ja, danke schön. Danke schön. Ich nehme sofort die Energie wieder raus, damit Beauty sich keine Sorgen macht. So. Ein entspanntes Pferd ja. mit blinzelnden Augen. Jetzt drehe ich mich ein bisschen ein. Ja, fein. Und ich bleibe mit Absicht erstmal hier im Paddock-Bereich, wo die anderen Pferde sind. Weil sie das ja nicht kennt, mit dem Menschen alleine zu sein. Da muss sie sich erst dran gewöhnen. Jetzt drehe ich mich wieder so ein bisschen ein. Und das habe ich schon als Pferdeanfängerin gelernt, dass man eins niemals, never, ever tun sollte, das Pferd anzugucken. Beim Führen. Also ist das Eindrehen genau das Falsche. Und wenn man sich dann vors Pferd stellen muss, damit es anhält, oft genug nimmst du dann auch noch den Strick und hält das Pferd an, hat das Pferd ja nicht viel gelernt oder es macht weniger, als es eigentlich schon kann. Blockiert wird es durch das Eindrehen ja sowieso schon, aber es ist ein sehr duldsames Pferd, was Fehler verzeiht und dabei auch ganz entspannt bleibt. Dann haben wir wieder Sandra-typisches Touchen im Gesicht, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Man fragt um Erlaubnis mit dem Horseman's Handshake. Also ich schaue immer, dass der Strick ganz federleicht in meiner Hand liegt. Wenn sie irgendwo hin möchte, kann ich immer noch die Faust zumachen. Aber ich möchte sie mit ganz leichten Hilfen führen können. Wir werden noch zahlreiche Beispiele finden, wo sie, wie es halt ihre Art ist, immer wieder das Pferd ganz kurz führt und das Pferd unmittelbar, jetzt seht ihr es zum Beispiel, wieder am Halfter anfasst. Das ist so ein Reflex anscheinend von ihr, die Pferde dann doch immer kurz
zu halten, obwohl sie gerade was ganz anderes erzählt hat. Und das Pferd steht ja ruhig, es ist keine Gefahr. Und je länger das Seil, desto mehr Einwirkung hat man im Endeffekt. Jetzt versucht sie halt, etwas, was wir aus dem Natural Horsemanship kennen, das Pferd auf Druck weichen zu lassen, das erzählt sie da auch. Aber wie sie die Hand da so laberig hält, das ist ein sehr braves Pferd, ein sehr duldsames Pferd und ein Pferd, was ganz offensichtlich das Pferde-ABC schon kann und offensichtlich auch schon das Weichen. Aber wenn Leute davon ja lernen sollten und die haben vielleicht ein schwierigeres Pferd, dann reicht das nicht. Ne, dann muss man das schon mit den Fingerspitzen machen, um besser Druck ausüben zu können. Und was uns hier auch fehlt, ist die Erklärung, dass man das in Phasen macht. Haare, Haut, Muskel, Knochen. Wie wenn man einem Kind erklärt, wie es sein Zimmer aufräumen soll. Da, so wäre es richtig. Aber sie ändert dann doch wieder die Position. Also wenn ich dem Kind erst sage, mit bitte, bitte räum dein Zimmer auf, ist das die Phase 1 im Pferdebereich. Dann kommt, ich habe dir doch gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Und wenn es das dann immer noch nicht macht, kommt quasi die allerletzte Warnung. Wenn du jetzt nicht aufräumst, dann kommt Handy weg, Fernsehverbot oder der große Sack. Und wenn das Pferd dann immer noch nicht weicht, dann kommt eben der Sack und die Spielzeuge werden weggeräumt. Das wird repräsentiert beim Pferd in Haare, Haut, Muskel, Knochen, bei dem stetigen Druck, beim schiebenden Druck. Und es endet mit einem Kraulen. Durch das Kraulen sage ich dem Pferd, dass es jetzt stehen bleiben soll. War mir viel zu undifferenziert erklärt, obwohl man ja ganz klar sieht, ah, sie hat Elemente des Natural Horsemanship, die sie anwendet. An irgendeiner Stelle sagt sie auch, dass sie so arbeiten will, dass das Pferd immer Freude an der Arbeit hat. Ich nehme das zum zweiten Mal auf wegen einem technischen Problem, deswegen die Stelle habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber ihr könnt euch das ja selbst angucken und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben. Bei der und der Folge von der Sandra, bei der und der Minute ist mir auch noch das und das aufgefallen. Ich denke, ihr glaubt mir das, dass sie das gesagt hat, weil sowas sagt sie ja ständig. Das finden wir nicht so toll. Nicht so schön, ne? Aber geht, oder? Und da seht ihr jetzt die Besitzer eingeblendet, halt die Molehill Shire Ranch. Und die werden auch mit Zeitlupe in Szene gesetzt. Ist für mich das Hufe geben und natürlich auch das Hufe bearbeiten. Da spreche ich diesen beiden, glaube ich, aus der Seele. Das sind die stolzen Besitzer dieses wunderbaren Fohlens und auch der anderen Shire Horses. Das ist die Familie Buck. Hält übrigens auch sehr kurz, das Pferd, wie ihr da sehen könnt. Chaos von Molehill Shire. Und ihres Zeichens sind sie auch Hufbearbeiter oder Huforthopäden? Wie? Huforthopäden, Huforthopäden, genau. Und das ist quasi aus einer Not heraus entstanden. Vielleicht könnt ihr das selbst so ein bisschen erzählen. Also ihr hattet schon immer Kaltblüter und ihr hattet keinen Hufschmied, der euch vernünftig mit den Hufen helfen konnte. Genau, das war aus der Not geboren im Prinzip, da wir keine vernünftige Hufbearbeitung gefunden haben und dann hat Birgit mal geschaut, was kann man da tun, und so sind wir halt dann zur Huforthopädie gekommen, wo uns dann Birgit uns beide uns angemeldet haben, und dann haben wir das auch bis zum Schluss soweit durchgezogen. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Das war vor einigen Jahren auf der Shire Horse Show in Säulingen, weil ich die Bella da hatte, das Shire Horse, was so unglaublich schlechte Hufe hatte, und ich habe dann die beiden so lange bekniet, bis sie mir geholfen haben, und ja. Seitdem sind wir immer in Kontakt. Und Genau. die beiden sind wirklich super, denn der Christoph ist auch Dozent an unserer Akademie für das Thema Hufe. So, mit diesem Pferd sind wir noch ganz am Anfang beim Hufe geben, Hufe anfassen und so weiter. Und auch hier sind einige Dinge, die zu beachten sind. Also jetzt bin ich aber platt. Wir haben jemanden, der in der Akademie unterrichtet. Jemanden, der Hufbearbeiter ist. Jemanden, der oder die beide der Sandra eigentlich geholfen haben, weil sie nicht damit klarkam, bei dem Shire Horse Bella das mit dem Hufe geben beizubringen. Und dann haben die beiden ihr geholfen. Jetzt holen sie also sie, damit die ihren Pferden beibringt, wie die Hufe geben sollen.
Also das kann doch echt nicht wahr sein, weil das sind doch die Experten für Hufe. Und da fragt man sich, wenn die da so einen Jährling haben oder einen Zweijährigen, lassen die das ein halbes Jahr, haben die die ja schon mindestens, lassen sie die Pferde dann ein halbes Jahr, ohne mal einmal die Hufe zu heben? Also wenn meine Annahme stimmt, dass das sich um eine PR-Geschichte handelt, ist das doch keine gute Werbung für die beiden, das ist doch eine Anti-Werbung. Ich würde doch bei keinem Züchter ein Fohlen, oder es ist ja schon lange kein Fohlen mehr, sie nennt das immer Fohlen, aber bei keinem Züchter einen Jährling, einen Zweijährigen oder auch einen Dreijährigen kaufen, wenn ich nicht wüsste, die haben schon das Fohlen-ABC geübt. Und mehr macht sie mit den Pferden nicht, aber eben Fohlen-ABC in einem Alter, wo die da schon längst raus sein sollten, und dazu gehört das Hufe geben. Das ist doch wirklich ein schlechtes Bild, wenn die selbst das noch nicht hingekriegt haben. Und frage sie, ob sie mir das geben kann. Ja, oh, ja, knicken müsstest du das auch. Super. Und jetzt halte ich das nicht fest, sondern ich lege das einfach in meine Hand. Prima. Gut. Also und ich folge ihren Bewegungen. Das heißt, wenn sie jetzt... Also entweder ist es nicht geübt, so wie das hier aussieht, oder die Sandra hat irgendwas falsch gemacht und es sieht bei den Besitzern besser aus. Und was mir dann auch fehlt für Profis, die unterrichten, die Pferde haben ja so eine Kastanie. Die sieht man hier. Und wenn man die kneift, diese Kastanie, wird ein Reflex ausgelöst, dass die Hufe eigentlich meistens von sich aus geben. Und man kann es denen auch gut beibringen. Das ist dann unverwechselbar. So macht man es im Horsemanship. Das hätte ich jetzt hier auch vermisst. Und zu zweit. Einer hält den Huf, der andere muss den Hufkratzer geben. Also unsere Pferde, da hebe ich die Hufe von einer Seite, außer jetzt bei der Queenie vielleicht, und ich kann das alles von einer Seite aus kratzen. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Haben die Hufe das halbe Jahr nicht bearbeitet? Also auch das ist natürlich sträflich, finde ich, ne? Also alle 8 Wochen mindestens, weil sonst leidet das Pferd ja wirklich schwere körperliche Schäden, wenn die Hufe nicht bearbeitet werden. Und ich nehme auch mal an, dass die in Schweden, die ja ganz offensichtlich einen guten Job gemacht haben, weil immerhin war das Pferd da ja schon halfterführig und verladebar, dass die das auch gemacht haben mit den Hufen. Und ja, ich bin fassungslos. Und sie streichelt und streichelt und streichelt. Wir lernen Pferde streicheln. Ich bin heute wieder mit meiner Freundin Mistress unterwegs, die zweijährige Shire-Wolf-Stute. Und nachdem wir das letzte Mal schon Führen geübt haben und so ein paar Nachgiebigkeitsübungen gemacht haben, möchte ich mit ihr jetzt mal anfangen, das Anbinden zu üben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass Pferde sich anbinden lassen. Spätestens dann, wenn ich sie mal im Hänger irgendwo hinfahren muss. Also jetzt bin ich wieder platt. Wir haben doch gerade gehört, dass die Pferde aus Schweden sind. Das hat sie uns erzählt. Also wir haben das jetzt hier nicht gehört, aber das erzählt sie in dieser Reihe. Und dass die, irgendwie müssen die ja hier hingekommen sein. Die sind ja nicht geflogen und oder auch nicht gebeamt worden. Und dann nehme ich doch mal an, dass die in einem Hänger waren oder in einem Flugzeug oder in einem Schiff und da auch angebunden wurden. Und jetzt erzählt sie uns, dass sie den Pferden das gerade beibringt. Puh, holla, die Waldfee. Deshalb möchte ich den Pferden gerne beibringen, den Kopf runterzunehmen. Auch das geht über Nachgeben. Jetzt hat sie schon einen Halfter an, deshalb kann ich jetzt zwei Hilfen kombinieren. Und zwar lege ich meine Hand auf ihr Genick. Da war gerade der Ansatz da. Warum hat sie nicht nachgegeben? Offensichtlich kennt das Pferd die Übung und gibt auch darauf nach, wenn die Hand im Genick liegt. Aber was macht sie? Sie hat den Kopf schön hochgenommen, das ist gut. Und wirke mit dem Sie hat den Kopf hochgenommen, weil sie nicht nachgegeben hat. Strick nach unten ein. Und auch meine Hand macht sanften Druck. Und zwar so lange, bis sie auf die Idee kommt, den Kopf mal nach unten zu nehmen. Auf die Idee kommt sie, aber im Grunde genommen, wenn ihr das mal euch genau anguckt, die Hand drückt nach oben, die Hand zieht auch nach, also die drückt nach, Entschuldigung, wenn ihr erstmal genau hinguckt, die Hand drückt nach unten, aber die hält den Kopf oben. Das Pferd kann ja gar nicht. Es wollte ja am Anfang und es ist halt völlig falsch eigentlich aufgebaut, weil das geht ja auch in Phasen. Und die Phase 1 ist halt, dass ich oben meine Hand ins Genick lege und dann steigere ich das. Da sagt der Pat Parelli,
Nach dem arbeite ich, bin aber keine Instruktorin, habe aber den Level 4, dass da erst eine Fliege symbolisch ist, dann eine Mücke, dann eine Amsel und dann ein Adler. Und wenn man damit nicht klarkommt, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt man dann das Seil dazu, wenn ein Pferd halt einfach nur, habe ich keinen Bock, und zieht dann wirklich nach unten und nicht in die Kehle-Richtung, in die sie da zieht, wo sie ja eine kontraproduktive Hilfe gibt. Oder wenn ich das Pferd so einschätze, dass es halt nicht dominant ist und dass es einfach dieses Phänomen ist, Druck erzeugt Gegendruck, dann beginne ich an dem Mähnenkamm zu streifen von hinten vom Widerrist über den Mähnenkamm hinweg, bis ich da auch am Genick bin und übe viel sanfteren Druck aus, der dann da stehen bleibt, ohne dass ich noch am Halfter zerre, was ja schon die Phase 4 ist, was ja eigentlich dem Klaps entspricht. Und hier wehrt sich das Pferd gerade dagegen, die ganze Zeit zu kurz gehalten zu werden. Sie hat uns doch erzählt, dass sie das immer ganz, ganz locker alles hat. Und offensichtlich hat sie das eben nicht so und die Pferde sind auch nicht zufrieden damit. Ja, und dann wird es gekrault, gekrault, gekrault. Das ist jetzt ein Pferd, was das auch wirklich mal genießt. Wir haben auch schon viele Szenen von der Sandra Schneider gesehen, wo Pferde das halt nicht genießen und sie es trotzdem tut. Ja, und jetzt haben wir einfach, ne, es hat das gerade die Erfahrung gemacht, wenn ich dem nachgebe, kommt der Druck von unten und mache ich halt nicht mehr. Ah, jetzt hat sie doch mal nachgegeben. Ist gut, süß. Und deshalb bin ich bei ihr noch zugewandter. Beobachte sie. Sie findet sich so ein bisschen auf der Flucht. Das auf der Flucht ist, erzählt sie wieder, nur es ist nicht sichtbar. Das Pferd hat Ohrenspiel, das Pferd blinzelt mit den Augen. Also es ist natürlich nicht so rüpelig wie das andere Pferd, das ist eher höflich, aber auf der Flucht. Das ist mal wieder die Story, die wir auch von der Ariane Telgenhof Eicheneck ja schon kannten. Wenn ich schon einem Pferd, den Leuten erzählen will, dass ich dem Pferd etwas beibringe, was es schon kann, dann muss ich das natürlich verbal total runterreden und da ein totales Problempferd draus erzählen. Aber wichtiger ist mir hier was anderes. Das Pferd ist also schon ein halbes Jahr da, das sagen die in diesen Folgen. Und dann guckt euch dieses Pferd mal an, wie das aussieht. Sie hat am Anfang gesagt, ah, das wäre so eine ganz verschiedene Statur. Die wären zwar ein Jahr auseinander vom Alter, aber das eine, die wären zwar gleich groß, aber das eine wäre viel, viel kräftiger und sie wäre halt schmaler mit langen Beinen. Im Grunde genommen ist sie einfach nur in einem katastrophal schlechten Zustand. Das seht ihr besonders gut in dieser Einstellung in der Sonne, wie die Flanken eingefallen sind und keine Muskulatur an der Hinterhand. Bevor ich das tue, möchte ich euch aus gegebenem Anlass etwas über Shire Horses erzählen. Der gegebene Anlass ist nämlich der Zustand von Beauty. Darauf gehe ich gleich näher ein. Shire Horses sind die größten Pferde der Welt. Und natürlich ist es so, dass die, wenn sie jung sind, also wenn sie Fohlen sind, sehr schnell sehr viel wachsen, sehr viel Masse ausbilden. Und die haben natürlich einen irren Futterbedarf. Und durch diesen großen Bedarf kommt es leicht zu einer Unterversorgung. Und ihr seht natürlich auch, diese Shire Horses haben sehr viele Haare überall. Ne? Und allein diese Haare, das ist ja im Prinzip das pure Eiweiß, bedeutet natürlich, dass diese Haare auch versorgt werden wollen. Das gilt übrigens auch. Ich hatte immer gedacht, das ist Keratin. Auch für Tinker und alle Pferde, die sehr viele Haare haben, die haben einen anderen Futterbedarf als Pferde, die weniger Haare haben. So, und was jetzt passiert ist, unsere Beauty, also das jüngere der beiden Shire Horses, die etwas über ein Jahr alt ist, die ist vor einem halben Jahr vom Züchter aus Schweden gekommen, das habe ich euch ja in der ersten Folge erzählt. Und sie kam hier an und hatte schon ein recht schlechtes Hautbild, und ihr Fell war nicht so schön. Wieder genau das, was wir auch hier, ich hatte die Ariane Telgen und Hof Eicheneck erwähnt, mal wieder haben. Wenn was nicht gelaufen ist, dann ist der Vorbesitzer schuld. Finde ich halt eigentlich ungeheuerlich, anstatt sich mal an die eigene Nase zu packen und vor der eigenen Haustüre zu kehren. Es ist wirklich immer schlimmer geworden. Jetzt im Fellwechsel, zum Sommerfellwechsel hin, ist es wirklich so, dass das Fell schuppig wurde. Sie hat viel Fell verloren, mehr als normal beim Fellwechsel, und sie sieht im Moment wirklich schrecklich aus. Aufgrund dessen haben wir jetzt ein Blutbild machen lassen,
Und dabei kam raus, sie hat viel zu wenig Zink. Die Entzündungswerte sind total hoch. Die Leberwerte sind sehr hoch. Also ich frage mich ja wirklich, wie kann es sein, dass das, wenn man das Pferd ankommt und hat schon Probleme mit der Haut, wenn das so stimmt, ne? Wie kann es sein, dass es ein halbes Jahr dauert, bis man da mal einen Bluttest macht? Und da Hückeswagen ja meine Heimatstadt ist und ich eine halbe Stunde von Hückeswagen entfernt wohne, meine Mutter wohnt immer noch da, und die Sandra Schneider ist ja aus Gevelsberg, da übe ich immer mit meinem Hund. Das Schafehüten tue ich euch auch eine Playlist in die Infobox rein. Ja, also da frage ich mich halt, weiß die nicht, dass in unserer Gegend eigentlich fast immer Zinkmangel ist, oder wissen das die Züchter nicht? Es ist ein ganz schlechtes Bild, und wenn man das dann nicht weiß und das erst über einen Bluttest erfahren muss, dann fragt man sich in der dritten Folge, hat das Pferd schon so ausgesehen, warum ist da nicht vorher irgendwas passiert? Na, also die Schuld den Vorbesitzern zu nehmen, aber 6 Monate Zeit nicht zu nutzen, also da würde ich kein Pferd kaufen. Was in der Aufzucht in Schweden nicht so richtig gut gelaufen ist. Und schon wieder sind es die anderen schuld. Auf jeden Fall, ne, wenn ihr euch Mistress anschaut und dann Beauty anschaut vom Fell her, seht ihr da wirklich einen deutlichen Unterschied. Haben die sich die Pferde eigentlich nicht angeguckt, bevor sie die gekauft haben? Fest. Oder bindet einen Faden dran oder so. Super gemacht. Sie sagt, man soll einen Faden dran binden beim Fiebermessen, aber sie macht es nicht. Es ist ja, wie es scheint, ein Tutorial in Sachen Fohlen-ABC, nur eben ohne Fohlen. Und das dann so vorzumachen und so falsch zu machen, normalerweise kommt ein Faden dran und eine Wäscheklammer, damit genau das nicht passieren kann. Ja, aber eben Wasser predigen, Wein trinken, das eine sagen, das andere tun, ist ja jetzt auch nicht so neu bei Sandra Schneider. Muss man jetzt sauber machen, ne? Ja. Jetzt geht's. So, wie man sieht, findet sie das alles andere als lustig. Und das macht ein Pferd ja nicht, wenn es noch nie was Schlimmes erlebt hat. Das heißt, sie musste schon mal ekelhafte Sachen schlucken wahrscheinlich, ne? Ich möchte jetzt in dem Stadium einfach nur üben, dass ich die Spritze an ihren Maulwinkel halten kann. Gut. Ohne, dass sie den Kopf so hoch macht. Hier ist gar nichts drin. Gut. Und genau diese Situation möchte ich nämlich nicht, wenn das Pferd wirklich was aus der Spritze haben muss. Ne? Ich bin sofort zurück. Nur wenn ich. So. Okay, weil sie das so blöd findet, versuche ich jetzt diese schreckliche Spritze, wo ja gar nichts drin ist und die auch noch nichts riecht, mit was Gutem zu verbinden, nämlich mit Futter. Und wenn man es da wirklich gut macht, tut man einfach in die Spritze ein gutes Futter und wäre vielleicht auch schon vorbereitet. Man ist ja zu 2 Personen. Die Dame hat hier auch tolle Taschen. Warum da nicht von Anfang an eine Tüte auch mit Kraftfutter, falls man diesen Plan B nimmt? Und warum nicht diese Spritze mit Apfelmus füllen? Ist für die Pferde dann, ich gebe denen täglich Apfelmus. Das erste Mal kann natürlich wirklich schwierig sein, wenn die wissen, oh, eklige Wurmkur oder auch ekliges Plastik. Vielleicht ahnen sie auch, dass den Wurmkur nicht nur gut tun. Das kann man ja auch kritisch sehen. Halt. Aber wenn man jetzt wirklich eine erhöhte Wurmbelastung festgestellt hat, das kommt ja vor, dann entwurmen will, dann kann man sein Pferd überhaupt die ganze Zeit vorbereiten, indem es immer Apfelmus kriegt. Und einmal ist es dann eklig und das Pferd denkt, oh, der Apfel ist aber verdorben. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder Apfelmus oder was das Pferd halt gerne mag. Und da sie das ja immer Horsemanship nennt und gleich in der nächsten Szene man auch sieht, es scheint so, als hätte sie sich vielleicht Parelli auch mal angeguckt. Das hat man ja auch schon bei dem Kopfsenken und dem Druckweichen eigentlich erkennen können, dass sie sich irgendwie mit Natural Horsemanship beschäftigt hat. Aber das ist halt dieses gefährliche Halbwissen. Ach, ich übertreibe, es ist eher so gefährliches Achtelwissen, was sie uns so präsentiert. Mal ihr Gesicht wieder, ne? Ist wieder so ein bisschen unsicher. So, oh, was passiert denn jetzt?
und sie soll einfach lernen, es passiert gar nichts. Und ich sehe im Gesicht halt wieder Augenblinzeln, Ohren, die sich bewegen. Also das ist ja nur eine Interpretation. Das hier meinte ich halt gerade, was man in einer verwandten Form in einer DVD von Parelli schon vor 15 Jahren sehen konnte. Wie man halt so tut, als würde man das Pferd spritzen. Er hat dann noch eine Variante mit einem Zahnstocher, damit dieser Pieks auch simuliert werden kann. Was man dann ja auch belohnen könnte mit einem Leckerli, gerade bei solchen selbstbewussten Pferden. Ja, da ist wieder so, die Hälfte ist da, aber die andere Hälfte mit dem Zahnstocher fehlt halt leider. Diese ganze Zeit, wir sind hier bei Minute 13, wo das mal mit den Spritzen losging. Hier passiert ja dann doch mal mehr als bei den anderen Folgen. Aber diese ganze Zeit hat sie sich dann mit Sprays aufgehalten. Dass sie sich versuchen loszureißen oder aufhängen. Deshalb würde ich solche Übungen immer zu zweit machen. Vielen Dank, dass du mir hilfst. Sehr gerne. So, als erstes möchte ich gerne üben, das Pferd einzusprühen. Und zwar... Und wenn ein Pferd wirklich schwierig ist, dann macht es vielleicht Sinn, das zu zweit zu machen. Aber in der Regel, also das ist in ganz, ganz seltenen Ausnahmen, in der Regel habe ich in der einen Hand einen Strick und übe halt einfach da, wo nicht kameratechnisch die Hunde hinten im Hintergrund liegen. Ihr habt das wahrscheinlich gerade irgendwo gesehen, wo es eingezäunt ist, wo das Pferd nicht weg kann, wo ich im Notfall auch mal loslassen kann und erhalte aber den Druck aufrecht, bis das Pferd stehen bleibt, vor allem bei so einem sorglosen Pferd. Würde vielleicht auch mit einer Wasserspritze erstmal anfangen, weil das riecht ja auch vielleicht alles ein bisschen komisch. Und diese Erklärung fehlt mir halt, ne, dass man den Druck dann wegnimmt, wenn das Pferd das Richtige tut, nämlich stehen bleiben. Und sie behalten sich da 5 Minuten auf und ja, wenn es denn... sich bewegt, kommt auch nichts, weil man eben den Strick nicht selbst in der Hand hat und gar nicht auf das reagieren kann, auf keine Korrekturen geben kann. Und dann ist sie in einer Art und Weise am Sprühen, wo man nicht durchsprühen kann, weil es ja auch kein Wasser ist, ne? Weil es ja auch wahrscheinlich Geld kostet oder anders mal gehandhabt wird. Aber man sieht mal wieder, das Pferd ist ja schon total sorglos und es hat überhaupt gar kein Problem mit dem Einsprühen. Also wieder mal ein typischer Fall von, ich tue so, als hätte das Pferd ein Problem. Und dann erzähle ich in 4 ellenlangen Folgen von zwischen 20 und 30 Minuten, wie ich den Pferden Dinge beibringe, die das Pferd schon kann. Ne? Also ihr seht, total gelassen und wir sind immer noch nicht am Ende dieser Übung angekommen. Eigentlich geht es nur um, ich rede und rede und rede und erzähle den Leuten was, aber ich tue eigentlich nichts. Ja, es ist mit Sicherheit noch mehr zu diesen Folgen zu sagen. Also wenn das Pferd gefährlich wäre, würde der Hund da nicht rumlaufen. Und offensichtlich ist das kein eingezäunter Bereich, sondern der Hof hier. Und das sind manche Dinge, die sind einfach sträflich. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, ihr findet was in den Playlists. Und wenn ihr die kommenden Videos sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und am besten aktiviert ihr auch gleich die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video habe. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss.